Du hast die Wahl zwischen Kommunikation oder Vertrauen. Das war's. Es ist eine ganz einfache Entscheidung. Möchte ich jetzt den Typ anrufen, mit dem ich ein Problem habe, oder lasse ich es sein und vertraue darauf, dass es besser wird? Meine eigene Realität anzuzweifeln. So, ist das jetzt, was ich denke und was ich denke, das wahr und real und richtig ist, ist dem überhaupt so? Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Und heute habe ich mir einen ganz, ganz lieben Freund eingeladen. Einen, der mich schon einige Zeit begleitet und sein Vater noch ganz viel länger. Sein Papa ist nämlich der Ihnen wahrscheinlich auch altbekannte Laufpapst oder wie auch immer er damals genannt wurde in den 90ern, der Dr. Med. Ulrich Strunz, von dem ich auch viel lernen habe dürfen im Bereich der Ernährung, des gesunden Lebens und so weiter. Und einen, das Beste aus dem Hause Strunz, sage ich jetzt einmal so, das der Vater produziert hat, sind sicher nicht die Bücher, sondern das ist der liebejenige Mensch, der heute vor mir sitzt. Mein lieber Uli Strunz, ich heiße dich herzlichst willkommen. Grüß dich. Ja, servus Andreas. Danke für die liebe Einleitung. Ich bin gerührt. Ich freue mich tierisch, hier sein zu können bei dir. Wir haben ja lange auf dieses Treffen hingearbeitet. Das ist tatsächlich so, ja. Du hast ja den mentalen Weg angetreten, irgendwie zum Glück. Und nicht eben nur, wie man da vermuten würde, bei deinem Papa, dass du jetzt einfach so selber der Fitness-Freak und Ernährungsfreak warst, sondern eher im Gegenteil, dich bei Zeiten auch nicht wirklich besonders gut um deinen Körper zumindest gekümmert hattest. Aber dir war das gar nicht so bewusst damals. Und dann sind wir bei dem Thema, worum es heute nämlich gehen soll, wo du dich auch in deiner Doktorarbeit damit befasst hast, nämlich es geht darum eben, dass wir den Holzweg gehen, so hast du es einmal bezeichnet, dass wir uns selbst täuschen, dass wir uns manche Dinge gar nicht bewusst sind, die uns vielleicht schaden und obwohl wir meinen, alles Richtige zu tun, vielleicht alles falsch machen. Habe ich das so das ganz, ganz richtig falsch erklärt? Das ist goldrichtig, du hast es perfekt zusammengefasst. Der Begriff Selbsttäuschung ist richtig schwierig zu definieren. Also wenn man darüber nachdenkt, was wir Menschen ja gerne machen, ist uns Dinge vormachen, weil sie bequem sind. Und ein konkretes Beispiel jetzt aus meinem Leben zum Beispiel, ich habe mir immer gesagt, obwohl ich zum Beispiel, blödes Beispiel, ich habe immer Respekt vor Menschen gehabt, die Kampfsport machen, die boxen. Und ich habe mir immer so gesagt, ach, das brauche ich nicht, das kann ich kompensieren mit Ausdauerlauf oder meinetwegen mit Tennis spielen, also mit anderen Alternativen. Und einfach deshalb, weil ich weiß, Kampfsport, da geht es darum, physische Konfrontation, es tut weh, es ist mit viel Schmerzen verbunden und ich war zu bequem. Das ist nicht Selbsttäuschung, das ist die, da bist du ja auch Experte, Verzerrungen, ne? Bias, solche Geschichten. Die Selbsttäuschung ist ein Zustand, wo du bei bestem Wissen und Gewissen glaubst, eine richtige Unterscheidung gemacht zu haben, was das auch immer ist, und dich trotzdem getäuscht hast. Und das habe ich versucht, in Experimenten nachzustellen und bin da zu interessanten Messergebnissen gekommen, genau richtig. Und es scheint so zu sein, dass es möglich ist, dass wir absolut rational irgendetwas versuchen. Und wenn wir etwas versuchen, kriegen wir ja immer Antworten. Ne? Also im Sinne von Feedback aus der Umwelt. Das ist dann zum Beispiel, unser Mitmensch sagt uns, was du da machst, ist Quatsch. Oder jetzt fang endlich einmal an zu joggen, nimm mal ab, wupp. Oder iss mal weniger Kohlenhydrate. Ne? Da kriegt man immer eine Antwort. Oder der Körper gibt uns eine Antwort. Oder unser Unterbewusstsein, wer auch immer. Und wenn wir auf all diese Dinge hören, kann es trotzdem anscheinend so sein, dass wir uns getäuscht haben. Und ich glaube, dass das auch etwas mit mir gemacht hat. Ich habe mich tatsächlich richtig schlecht ernährt. Das habe ich in meinem Buch ja auch versucht rüberzubringen. Ich habe als Asthmatiker geraucht. Ja, da ist es da ein bisschen für. Lohnt sich tatsächlich, ja. Ja, da hatte ich ein bisschen mehr Bart. Ja, ich habe geraucht als Asthmatiker, ich hatte 94,5 Kilo, ich hatte 25% Körpergewicht bis zum Ende Jahr 2012. Und ich weiß nicht, Andreas, das Einzige, was immer da gewesen war, war dieses eigenartige Gefühl, eigentlich müsste es mir gut gehen, aber ich bin
verdammt nochmal nicht glücklich. Woran liegt's? Und auch im Wissen, dass man ja im Leben nicht immer glücklich sein muss. Ja, es gibt auch Situationen, ja, da ist man halt mal nicht glücklich. Und trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass da ein Hinweis ist, dass irgendetwas nicht stimmt. Und ich behaupte, ich habe mich selbst getäuscht. Da hätte jetzt ein paar Einhakungspunkte, ja. Auf ja, der einen Seite, die Frage ist ja, wenn du von Täuschung sprichst, das bedarf ja einer Konstruktion, die wüsste, was richtig gewesen sei. Der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Programmierung, man müsse glücklich sein. Der Homo sapiens sapiens ist von der Evolution her nie dazu gedacht gewesen, glücklich zu sein. Wir sind da, unser Gehirn, unsere Gehirnphysiologie, Stichwort Hormone, Glückshormone, was immer, es ist ja darauf ausgerichtet, immer nach Glück zu streben. Und dann uns, wenn wir irgendwas erreicht haben, wenn wir irgendwas getan haben, uns dann kurz mit einem Glücksgefühl zu versorgen. Aber dann ist das wieder weg. Also was wir bestenfalls erreichen können, ist eine Art von Zufriedenheit. Aber ein glückliches Leben im Sinne von Dauerglück ist nicht vorgesehen, sage ich jetzt einmal so. Also man kann dann vielleicht, wenn man das dann weit treibt mit ganz viel Meditation und so, diese Hormone nach oben treiben. Aber ganz generell sehe ich das einmal. Und wie gesagt, die zweite Geschichte ist tatsächlich zu sagen, ja, da gibt es irgendwas, was richtig ist. Das müsste dann jemand außerhalb des Systems sein. Also wir könnten ja jetzt Fallbeispiel nehmen, Krieg. Da ist irgendein Krieg, der kämpft in der Wehrmacht gegen die Bösen, was auch immer. Oder nimm irgendeinen anderen Krieg, egal welcher Krieg. Und innerhalb des Systems handelt er komplett richtig. Der ist so programmiert, das sind die Bösen, ich mache alles richtig, die muss man ja wegmachen. Ja? Ja, was auch immer. Ja? Und innerhalb seines Systems, yes. Also er unterliegt von außen gesehen einer Selbsttäuschung. Aber das würde bedingen, dass jemand von außen zuschaut und wüsste, was richtig ist. Das waren jetzt zwei Punkte und du hast in allen zwei Punkten absolut recht. Die Neurowissenschaften allen voran, ich bin ja ein Riesen, das weißt du, Lisa Feldmann-Barrett-Fan, die hat es ja auch gesagt, das Gehirn ist nicht dafür da, um uns glücklich zu machen, sondern es verteilt Ressourcen, das war's, bin ich voll auf deiner Seite. Plus, wenn man das experimentell belegen will, müsste man ja eigentlich ein Experiment bauen, das ein offenes System ist, also wo es kein richtig oder falsch gibt, wo es sozusagen eine unbestimmbare Menge an Strategien gibt, die richtig sind. Und das habe ich geschafft. Ich habe ein Experiment gebaut, wo mich die Probanden sogar selbst getoppt haben. Also die Probanden haben Dinge getan, die mir gezeigt haben, die haben es ja doch kapiert. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass man die Sache so auch sehen kann. Ist jetzt natürlich sehr abstrakt, ne? Worüber rede ich hier eigentlich? Können wir ja einen Link, vielleicht nach dem Podcast kann ich dir mal einen Link geben, können sich die Leute das mal anschauen, wovon ich da rede und wie das geht im Konkreten. Aber ja, richtig, du hast vollkommen recht, es müsste sozusagen ein offenes System sein und ich glaube, so ist die Welt. Ich glaube, und da hatten wir, bevor wir den Podcast gestartet haben, hatten wir ein kurzes Gespräch, Andreas, ich glaube auch, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Ich glaube, dass niemand von uns imstande ist, zu sagen, das ist immer richtig, also global, immer wahr. Es ist höchstens lokal wahr. Und ich habe versucht, das mit so einem kleinen, mit einer Metapher zu erklären. Stell dir vor, du bist auf einer Insel und du bist in der Nähe von diesem Shield Volcano, diesem ganz berühmten Vulkan in der Nähe von Hawaii. Da regnet es irgendwie 15 Meter pro Jahr. Also richtig verrückt. Und naja, du bist da aufgewachsen und du bist nie von dieser Insel runtergekommen. Und du hast immer schon mitbekommen, dass es immer regnet. So. Und jetzt fängst du an, natürlich Wassermühlen zu bauen, weil du bist ein Mensch, ne? Du bist da auch irgendwo ein offenes System, machst du. Und du fängst auch an, Wasser zu sammeln und du denkst, es wird immer regnen. So, und das stimmt ja auch auf deiner Insel, aber es stimmt eben überhaupt nicht in Nordamerika oder in Deutschland. Und das ist so die Idee. Manche Bauern ein Lied davon singen, ja. Ja, genau, richtig. Und das ist doch etwas, glaube ich, wo wir uns alle irgendwie wiederfinden. Ein Kumpel von mir hat mir erzählt, was ich mich immer so anstelle, kriegt die Pakete von DHL immer sofort und ich habe immer rumgeheult, meine DHL-Versand kommt nicht immer. Naja, der Typ lebt ja auch direkt neben dem Logistikzentrum von DHL. Und das habe ich ihm dann auch gesagt und dann hat er gemeint, ah ja, okay, naja, ich habe trotzdem recht. Und das ist so, da wäre die richtig fuchsig, Andreas, wenn die Leute, selbst wenn man ihnen die Sachen hinlegt,
Du täuschst dich offensichtlich, dass der Mensch da trotzdem dran festhält. Und ich glaube, das ist wieder eine Verzerrung. Das ist nicht Selbsttäuschung. Das sind Konstruktionen des Normal. Was ist Norm? Was ist normal? Und deswegen sind es ja Herausforderungen im Leben, die ich genossen habe, auch du manchmal genossen hast, wenn dann plötzlich irgendein ganz schlimmer Inzident passiert. Ein Unfall, ein Tod, auch die Geburt von einem Kind könnte sein, das Kennenlernen von der Frau, was auch immer, oder von einem Mann, also wenn sie zu Hause jetzt, egal was sie sind, ja, haben wollen, oder ja, solange beide glücklich sind, sage ich, soll jeder glücklich werden damit, ja. Und dann natürlich auch die Frage der Werte. Da kommen wir wieder auf die Grundlage zurück, wie Realitätskonstruktion und was richtig und falsch ist, stattfindet. In unserer Gesellschaft und ich glaube generell in den menschlichen Gesellschaften sind es meistens die Werte, an denen wir uns ausrichten könnten, sollten, müssten. Und eine gewisse Art von Verständnis, was wir für richtig und für falsch halten. Wobei das gerade im Moment ziemlich für einige Menschen ziemlich außer Gleichgewicht gerät, wenn dann manch Theoreme herumschwirren, die ziemlich abseits zu sein scheinen, für einen normal denkenden Menschen. Naja, wie sind wir denn damit umgegangen? Wir haben Verträge geschlossen. Wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt, okay, wir haben verschiedene Perspektiven, deswegen gibt es den Vertrag. Und das hat eine Zeit lang echt gut funktioniert. Und ich habe jetzt mit so vielen Leuten gesprochen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, dass der Vertrag nicht mehr funktioniert, weil unsere Welt mittlerweile so schnell ist. Und auch Corona hat mir irgendwie gezeigt, mein Gott, die Welt kann sich wirklich in einer Woche komplett ändern. Na, das sind, klar, Maske und Ausgangssperre, das sind Routinen, die standen irgendwie mal in Bücherregalen. Aber dass das so schnell geht. Was machen wir denn jetzt? Na? Ja, wo ist meine? So schnell geht's, gell? Ich hab jetzt ein passendes da. Mhm. Aber ich sag immer schon griffbereit. Das ist ja, das hätte ich mal vor ein paar Monaten, um Gottes Willen, was brauche ich, eine Maske, ja? Also wenn dann für Fasching vielleicht, also Karneval für die, die es nicht kennen. Ja? Mhm. Ja, schon spannend. Und dann natürlich auch die Frage danach, was macht es mit uns, ja? Und diese, es wird ja immer nach dieser New Norm oder dieses Zurück zum Alten. Da bin ich auch wieder bei Matthias Hawkes. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Regnose, die er da angewandt hat. Also nicht zu prognostizieren, sondern dich in die Zukunft zu versetzen und von der Zukunft zurückzuschauen, wie es denn dann ausgeht, wie wir denn dorthin kommen sind. Ja? Und das finde ich auch. Darf ich dich da kurz unterbrechen? Mhm. Weil das wird mittlerweile im Management gelehrt, was du gerade sagst. Immer, grundsätzlich. Man guckt nicht mehr auf Verhaltensdaten, auf Big Data und so weiter, sondern genau diesen Weg will man jetzt gehen. Mhm. Ja, wird im Management gelehrt. Also ich war ja selber bis vor kurzem noch an der Uni und habe dann Wirtschaft gelehrt, also in den Schulen. Und da war das noch nicht wirklich der Fall. Also ich muss sagen, da war man noch sehr lehrbuchnah. Ja? Also ich bin, wobei ich sagen muss, es gibt natürlich Tendenzen, die in die Richtung gehen, ja, wunderbar, open-minded und so und Entrepreneurship und alles, was da aus Amerika kommt, so Tim Ferriss und Co. Oder in Deutschland Gunther Faltin, richtig großer, toller Mann in dem Bereich. Allerdings muss ich sagen, sehe da schon noch einiges an Verkrustungen und eher in den Kleinstunternehmen oder in den Startups solcherlei Tendenzen, ja, und in den großen Siemens etc., die versuchen es, ja. Jetzt sind wir beim zweiten Experiment, das ich gemacht habe. Also im ersten habe ich festgestellt, Selbsttäuschung zu überwinden ist verdammt schwer, überhaupt mal so ein Experiment zu machen auch. Und im zweiten großen Experiment habe ich analysiert, wie Leute die Routinen ändern können. Du hast ja gerade davon gesprochen. Es sind alte Routinen. Ja, wir haben gedacht, mit Big Data und mit Verträgen kriegen wir das immer gebacken. Dann lass mich die Frage noch stellen. Also wenn wir jetzt tatsächlich in solcherlei auch destruktiven, ungesunden Routinen drinnen sind, die uns praktisch eigentlich nur schaden und wir wissen es vielleicht noch nicht oder dann werden wir darauf aufmerksam gemacht, wie können wir die dann anpassen oder verändern? Also das ist, ich komme da immer auf die Metapher, ich stelle mir vor, wenn es kann ja oft dieses Erweckungserlebnis sein, also ich erinnere mich immer an diese Truman Show, so dieses, für ihn war Realität einfach das, was er so erlebt hat, das war normal und plötzlich fallen da Scheinwerfer runter. Plötzlich verhalten sich die Leute so komisch. Plötzlich passiert da irgendwas. Irgendwas scheint sich da jetzt neu zu... Die Welt verändert sich. Und diese Truman-Show-Metapher, eben dann auch, dann hat er sich angepasst, dann hat er sich versucht zu verändern, hat er versucht rauszufinden. Und wie geht es jetzt anhand deiner Studien? Du hast es ja verhaltenspsychologisch auch angegangen, oder?
Richtig, also verhaltensökonomisch, ich darf nicht psychologisch sein, weil ich bin kein Psychologe. Ich habe zwei Dinge untersucht. Information von außen könnte das bewirken, dass wir sagen, oh, ach, das habe ich ja gar nicht betrachtet. Oder von innen, weil selbst wenn der Scheinwerfer auf deinen Kopf fällt, kann es ja sein, dass du so tief in deiner Routine bist, dass du jetzt einfach nur gedacht hast, naja, da ist gerade ein Flugzeug über mir drüber geflogen und der hat Scheinwerfer transportiert und da ist jetzt einer runtergefallen. Das heißt, deine persönliche Leugnung. Oder Interpretation. Mhm. Es ist einfach nur eine Interpretationsfrage und das hängt ganz davon ab, wo du geboren bist, was für Erfahrungen du gemacht hast. Jetzt mal die Gender Studies mit reingeholt. Ne? Das ist ja im Prinzip, was die Gender Studies sagen. Die sagen ja nur, warum soll ich eine Kategorie über meinen Kopf stülpen lassen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da einfach nicht hingehöre. Und das ist ja erstmal absolut berechtigt. Das Problem natürlich, ja, divers. Das Problem natürlich ist, wenn wir alle Kategorien öffnen, dann wird es teuer. Dann müssen wir kommunizieren, dann müssen wir viel Energie einsetzen. Und ich habe das Gefühl, zurzeit ist das wichtig. Und ich habe mal halt gedacht, ja, dann setze ich diese Energie ein für ein Experiment. Und ich habe zwei Sachen getestet, von außen und von innen. Also Interpretation, der Scheinwerfer fällt auf meinen Kopf. Ja, okay, heißt noch lange nicht, dass ich erkenne, dass ich getäuscht bin. Und von außen, das heißt, jemand schreit mir zu, du Idiot, wach jetzt auf. Zum Beispiel. Es gab bei dir mit deinem Papa ein Erlebnis. Richtig. Also